Benediciamo il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo con il Salmo 40. Abbi pietà di me, Signore, e guariscimi. Abbi pietà di me, Signore, e guariscimi. Beato l'uomo che ha cura del debole. Benedetto il Signore Dio di Israele,
aus dem Buch Numeri, im 12. Kapitel. Als sie in Hazeroth waren, redeten Miriam und Aaron gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er sich genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine Kuschiterin zur Frau genommen. Sie sagten: Hat der Herr etwa nur durch Mose gesprochen? Hat er nicht auch durch uns gesprochen? Das hörte der Herr. Mose aber war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose, Aaron und Miriam: Geht ihr drei hinaus zum Offenbarungszelt. Da gingen die drei hinaus. Der Herr kam in der Wolkensäule herab, blieb am Zelteingang stehen und rief Aaron und Miriam. Beide traten vor. Und der Herr sprach: Hört meine Worte. Wenn es bei euch einen Propheten gibt, so gebe ich mich ihm in einer Vision als der Herr zu erkennen, im Traum rede ich mit ihm. Anders bei meinem Knecht Mose. Mein ganzes Haus ist ihm anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, in einer Vision, nicht in Rätseln. Die Gestalt des Herrn darf er sehen. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose zu reden? Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen sie und er ging weg. Als die Wolke vom Zelt gewichen war, siehe, da war Miriam weiß wie Schnee vor Aussatz. Aaron wandte sich Miriam zu und siehe, sie war aussätzig. Da sagte Aaron zu Mose: Mein Herr, ich bitte dich, lege uns die Sünde nicht zur Last, mit der wir töricht gehandelt haben und mit der wir uns versündigt haben. Miriam soll nicht wie eine Totgeburt sein, halb verwest, wenn sie den Schoß der Mutter verlässt. Da schrie Mose zum Herrn: O Gott, heile sie doch. Das ist das Wort des Herrn. Wir sind hier, um für die Kranken zu beten und Fürbitte einzulegen für ihre Heilung. Das Wort des Herrn zeigt uns die Figur des Fürsprechers neben seinen beiden Geschwistern, Aaron und den Priester und Miriam. Mose ist das. Wie Ratzinger schreibt, erinnert er in vielen Zügen an Jesus selbst. Mose nimmt zu viel Raum ein im Volk Israel. Es scheint, als dass der Herr nur durch ihn sprechen würde. Das ist der Vorwurf, den die Geschwister ihm machen. Ein Vorwurf, der einzuordnen ist in einer in vielen Aufruhrmomenten des Volkes gegen Mose. Als das Volk nicht keine Zukunft mehr sah, also murrte es, wendet sich zurück und will nicht mehr hören. In der Schrift heißt es in einem sehr schönen Wort über Mose, ein Urteil über Mose, der auf dieser Seite steht. Und der ist in einem sehr heiklen Moment in seinem Leben, mit seiner Tugend als Anführer. Also Mose war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde, heißt es. Also er ist sanftmütig, klein, demütig,
arm im Geist. Und doch war er der große Anführer Israels und der Fürsprecher bei Gott und sogar der Prophet Gottes vor seinem Volk. Aaron und Miriam sind eingenommen vom wütenden Denken des Volkes und sie wenden sich nicht an den Herrn. Und der Herr ruft sie heraus zum Offenbarungszelt. Und sie gingen raus und er kam herab in einer Wolkensäule. Es wird einen Propheten geben in der Geschichte Israels, sagt er. Gott wird zu ihnen sprechen in Visionen und in Träumen. Und er fügt hinzu, bei Mose aber, da war, ist es anders. Anders bei meinem Knecht Mose. Anders bei meinem Knecht Mose. Mein ganzes Haus ist ihm anvertraut. Mose ist der Mann des Vertrauens Gottes. Nicht, weil er kein Sünder ist, also wegen einer Sünde, die wir auch nicht ganz verstehen. Deswegen darf er auch das Land nicht betreten, so heißt es in der Schrift. Und er konnte es nur aus der Ferne anschauen. Er ist der Mann des Vertrauens für das ganze Haus. Und er erfüllt die Aufgaben, die der Herr ihm anvertraut. Vor allem aber ist er einer, der mit Gott spricht und auf Gott hört. Der Herr sagt weiter, also von Mund zu Mund rede ich mit ihm, in einer Vision, nicht in Rätseln. Die Gestalt des Herrn darf er sehen. Wir wissen, dass er nicht das Antlitz des Herrn gesehen hatte, sondern nur den Rücken, als der Herr bei ihm vorbeizog. Aber er sprach zu ihm und Mose hörte zu. Und wir sehen im Pentateuch, dass Gott sein Gebet erhört. Auch in verzweifelten Fällen der Geschichte Israels, weil er sich an Gott wandte mit Inständigkeit und voller Vertrauen. Denn er war eben der Mann des Vertrauens Gottes. Mose ist der Fürsprecher. Das ist der Fürsprecher. Das sage ich auch. Also für den, der, während wir hier beten und mit den Waffen des Gebets wollen wir der Krankheit Einhalt gebieten und dieses Übel zum Einhalt bringen. Das Gebet ist eine ganz starke Waffe und eine große Kraft, die etwas verändert. Und Mose hat sehr oft, und die Israeliten sahen oft, dass er durch das Lager ging. Und er ging zum Offenbarungszelt, um mit Gott zu sprechen und Fürbitte einzulegen. Karl Barth sagt, das Gebet kann etwas verändern. Auch die Absichten und Entscheidungen Gottes sogar. Und das zeigt das ganze Pentateuch und auch Jesus sagt das im Evangelium. Jesus hat als erster durch sein Gebet geheilt. Und die Menschen wieder Gesundheit geschenkt und Heil geschenkt. Mose aber ist auch ein Armer im Geist, einer von diesen Anawim, wie es im Hebräischen heißt, die in der Schrift so oft vorkommen, wie die Jungfrau Maria. Ein Armer im Geist und er vertraut auf den Herrn, mehr als auf sich selbst. Er ist gütig, sanftmütig, gütig, nicht gewalttätig, in einer gewalttätigen Welt voller Hass. Und das ist auch die soziale Krankheit unserer Zeit. Diese Krankheit, von der wir beten, dass wir von ihr geheilt werden, während wir auch bitten, dass diese Prediger und Führer des Hasses zum Schweigen gebracht werden. Der Abschnitt, den wir gelesen haben, zeigt, dass Miriam von einer schweren Krankheit betroffen wurde. Also sie hatte dieses Loblied auf den Durchzug durch das Rote Meer gesungen. Und jetzt ist sie voller Aussatz, weiß wie Schnee.
Aaron sah sie. Er konnte nichts machen gegen diesen Aussatz. Er wusste nicht, wie er Fürsprache einlegen sollte. Er konnte kämpfen und streiten. Also er konnte auch also ein bisschen nachgiebig sein gegenüber dem Geist und der Haltung des Volkes. Und er wendet sich an den Bruder. Sie hatten ihn beleidigt, den Bruder. Und seine ersten Worte sind, sagte er, mein Herr, ich bitte dich, lege uns die Sünde nicht zur Last, mit der wir töricht gehandelt haben und mit der wir uns versündigt haben. Das haben wir gesagt in der Wüste, in schwierigen Zeit, haben sie diskutiert, wie die Prophetie auf andere verteilt werden konnte. Und Mose ist aber gütig. Er vergibt nicht einmal, er ist einfach nur demütig. Und er sieht es nur und nimmt Anteil und nimmt sich des Leidens Miriams an und wendet sich an den Herrn. Und so sagt das Buch Numeri, das Buch heißt auf Hebräisch, in der Wüste sagt er, da schrie Mose zum Herrn, O Gott, heile sie doch. Das ist ein einfaches Gebet, aber stark wie ein Schrei und der voller Glaube zum Himmel vordringt und Gott antwortet auf das Gebet. Nach 7 Tagen wird Miriam wieder in das Lager zurückkehren können und es wird geheilt sein. Jesus sagt, bevor er zum Altar tritt und deine Opfergabe bringst, vergib deinem Bruder. Mose muss nicht vergeben. Er betet einfach nur und bittet, legt Fürsprache ein. Liebe Schwestern und Brüder, beten wir zum Herrn mit einem Schreien. Wir, Männer und Frauen des Vertrauens im ganzen Haus des Herrn, wir sind gütig gemacht worden durch die Liebe des Herrn, wie Mose. Und ohne uns vom Stolz des Priesters Aaron beeindrucken zu lassen, und seiner Schwester Miriam, wollen wir sein wie Mose. Ein einfacher Mann und ein demütiger Mann, der sanftmütig war, nicht sprechen konnte. Und trotzdem war er ein Prophet und ein Fürsprecher bei Gott. Amen. Al Signore buono e misericordioso, che tutto può, presentiamo nella preghiera i nomi delle nostre sorelle e dei nostri fratelli ammalati e di tutti coloro che cercano la guarigione e la salvezza della loro vita.
O Signore nostro Dio, che hai ascoltato la preghiera di Mosè tuo servo e dei tuoi servitori che si rivolgevano gridando a te con fiducia e insistenza. Ascolta anche la preghiera di questi tuoi poveri servi e serve che si riuniscono attorno a te e che accolgono nel loro cuore la tua parola, fonte di fiducia vera. Ascolta la preghiera di questi tuoi poveri servi, accoglila e guariscili, ora e sempre. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato. Pace sia con tutti. Quella pace che il Signore ci ha donato, noi ce la scambiamo.